Willkommen bei Benny und Steve, mein Name ist Steve und wir spielen heute für euch Scarbnb. Und wir haben die Hütte reserviert, also auf geht's hin da. Mitte der 1990er Jahre brachte ein Unternehmen namens Nasat Industry eine bahnbrechende neue Idee auf den Markt, um die Art und Weise, wie wir reisen, zu verändern. Der Plan bestand darin, Einzelpersonen ihre eigenen Häuser als Urlaubsziele an andere zu vermieten. Wir versprechen, die authentische Erfahrung, ein Einheimischer zu sein, ohne jegliche Verantwortung. Das Geschäft gewann stark an Zugkraft und nach nur wenigen Testversuchen erhielt es grünes Licht von seinen Investoren. Innerhalb von 2 Monaten würde das gesamte Geschäftsmodell kurzerhand vernichtet werden, zusammen mit allen Beweisen dafür, dass es überhaupt existierte. Die einzigen Spuren, die übrig blieben, sind persönlich aufgenommene Aufnahmen, die an einigen der betreffenden Orte geborgen wurden. Die folgenden Ereignisse, denen sie Zeuge wären, fanden nur in einem Haus statt, das von Nasat Industry vermietet wurde. Ah, wunderschön, wunderschön. Scarbnb. So, wir sind angekommen. Oh Gott, ein bisschen leiser. So, wir sind angekommen. Haben wir noch Klamotten im Auto oder was? Oder, Nö. Okay. Können wir nicht wieder gehen. Okay, alles klar. Denn, Rinder. Schnell, regnet. Scheiß Wetter. So. Schön. Door must be locked. I think the owner maintained a lockbox somewhere. Na, ist ja super. Ist ja super. Dear tenant, thank you for choosing our beautiful property. Your vacation home away from home is eagerly awaiting your arrival. As an added extra level of safety to you and us. We have put the front door key in the lockbox hanging from the railings. Okay, also irgendwo an der Seite muss jetzt irgendwie die Lockbox sein. It is no ordinary lockbox, thought. And that it requires a bit of problem solving to open. Nothing a safety person like you can handle. Natürlich. After all, you were smart enough to book a home with NASA Property Management. Here's the hint. The answer is on this paper. Smiley. P.S. Sorry in advance for some of the lighting issue. The wire is a bit old and every once in a while a light bulb may blow. There are extra supplies in the shed and you need anything. Jo, okay. Do you go under the house? Do not go under the house. Okay, alles klar. Ich habe auch eigentlich nicht vor, unter das Haus zu kriechen. So, die Tipps sind also hier drin. Ich sehe hier lustige Farben. Vielleicht sind es die Farben. Wir schauen mal. Mal gucken. So. Okay. So, dann nehmen wir mal kurz. Wo könnte sie? Hier ist sie. Aha. Aha. Okay, alles klar. Gut, wir müssen also die Farben eintippen. Das war meines Erachtens nach. Snim. Nee, Snim. Und. Genau. So. Ah, wir haben sofort den Schlüssel in der Hand. Wie schön. Okay, alles klar. Super. Na dann. Den machen wir auf hier, die Butze. Ja, ist aber. Warte mal, haben wir Licht? Ja, wir haben Licht. Alter, was ist denn das? Moment, ich muss mal die Tür zumachen erstmal. Das ist das Luxusanwesen? Das. Also ein. Luxury Property. Na, ich glaube, ich spinne, Alter. Was ist denn das bitte für ein Shit? So, wir haben eine Taschenlampe. Press F for the flashlight. Alter, wer ist denn? Auch so puritanische Bilder. Wunderschön. Kurz bevor sie die Hexen verbrennen. Wunderbar. Ein schönes Keyboard haben wir hier auch noch. Von Roland. Schön. Ein Safe in der Ecke. Wunderbar. Können wir ein Radio anmachen? No, können wir nicht. Schade. Okay. Schubladen müssen wir nicht aufmachen. Scheinbar scheint Halloween gerade gewesen zu sein. Oder vielleicht ist das doch so eine alljährliche Dekoration hier im Haus. Wer weiß. So, Telefon. Nicht. Können wir vielleicht irgendwas bestellen? Beim Asiaten um die Ecke? Nein. Können wir nicht. So. Licht. Es werde Licht. Okay. Oh, pfui, Alter. Pfui. Und die haben wir nicht mehr aufgeräumt. Was ist denn das? Are you serious? They didn't even clean up after the last guests? Alter, dafür wurde ich wahnsinnig. Die haben nach den letzten Gästen noch nicht mal aufgeräumt. Diese Penner. Nice. A microwave. I can't heat up my food later. Okay, alles klar. Cool. Schön.
Also ja, bei der Inneneinrichtung, da müssen wir wirklich nochmal drüber reden. Also sowas kannst du halt nicht anbieten. Alter, was sieht ja fürchterlich aus. So, Taschenlampe machen wir an. So, die Musik ist halt doch wirklich echt mega stressig, Alter. Grab your bag from the car trunk. Okay, alles klar. Gut, dann holen wir erstmal unsere Tasche aus dem Kofferraum unseres Autos. So, was haben wir denn hier? Einen schönen Polo, Zweier Golf, was ist das? Schön. So, haben wir. Oh, okay. Du, der Gärtner oder was? Oh, schön, ich geh mal rein. So, Tür zu. So, okay, hier müssen wir die Tasche hinpacken. Wunderbar. I think I'm delirious from the drive. I shouldn't heat up my food and to watch some TV. Okay, alles klar, wir sind müde und wir haben, was ist das? Von Burgos. aber erkennst du nicht die tolle Kette? Hier ist der Fernseher. Eine PlayStation 1. Geil. Das ist doch schön. Okay, gut. Das Haus wurde hier gerade wirklich massiv hochgewertet, sozusagen, durch diese wunderschöne PlayStation. Da kann ich auch über diese wunderbare Wandgestaltung hier drüber hinwegsehen. Naja, egal. Komm. So, wir gehen mal zur Mikrowelle. Gibt es so ein schönes Meme, so wie mein Essen in der Mikrowelle mich sieht. So. Das ist so, wie es sich dreht und immer dein Gesicht so vorbeifährt. Wunderbar. Fühlig. Was ist denn das, Alter? Was ist denn das für ein hässlicher Burger? Mit Pommes drauf? Ich hoffe, dass das Pommes sind. Irgendwie, was euch schon echt eklig ist und nicht Nudeln oder irgendwas. Aber ich denke, es sind Pommes. Mann, sieht der Scheiß aus. Turn on the TV and sit. Okay, alle klar, dann hauen wir uns mal vor die Glotze. Ah, schön, Looney Tunes, cool. Mhm. Ganz toll, so ein Fernseher hatte ich tatsächlich damals auch noch zur PlayStation. Mhm. Ah, was wird Bugs Bunny... Was ist denn das hier für eine Krabbel da draußen? Ist das der Gärtner? Was ist denn das hier für ein Lärm? Okay. Grab the light bulb from the shed out back. Okay, warte mal. Sorry, Buster. Ich mach mal kurz aus. Okay, hier mal. Och, ist aber auch eine arg schmale Wanne, mein Freund, irgendwie. Also, da passe ich nicht drin. Oh. Ist aber schön. Die sieht sehr bequem aus. So, was haben wir hier? Ein Schrank? The door won't budge, but I can't see a light peeking through. Okay. Aha. Kriegen wir nicht auf. Alles klar. So, die Lightbulbs sind also hinten im Shed. Also im Schuppen. Na, dann gucken wir mal. Schön, da wo der Irre ist. Ich freue mich. So, oh, Wetter ist ja echt ekelhaft. So, was haben wir denn hier noch? It seems locked up tight. If I had something to break this big lock, I might be able to get in. Okay, alles klar. Und natürlich ist der Schuppen auch verschlossen. Ist ja klar, logisch, irgendwie locked. What does that note by the door say? Aha. Hey, Tenant. So you might have noticed we all have a lock on the shed door. Gotta keep those vermits out. Luckily, this time it doesn't involve any insane color puzzles. Yay! Don't worry, it's just a classic lock and key. So about the key. You may have noticed an electrical keyboard inside of your high-end vacation home. Das ist ja mein high-end vacation home, absolut. While this acts as fun entertainment for our guests, it also doubles as a high-tech security system. Yes. All it takes is playing the correct little tune. The safe will open. Okay, the safe wird sich öffnen. Almost like magic. Hind, sometimes arrow are in purpose. Also was mir jetzt auffällt, ist tatsächlich, dass nur die Überschrift groß geschrieben ist und hier tatsächlich 1, 2, 3, 4 Buchstaben groß geschrieben sind. Fangen wir mal an. Also das F bei Fun. Das A bei S. Das C bei Correct. Und das I hinten bei Like. Haben wir also F-A-T-E, Face. Okay, wirk mal
sind ja tatsächlich auch Töne auf dem Keyboard. Würde ich die mal spielen. So. Mal weg hier. So, ab wieder rein. F-A-C-E. Why the face? So, okay, ja, okay, stehen zu ja drauf. So, machen wir mal die Taschenlampe mal raus. Sehen wir vielleicht auch was. Okay, also. Aha. And the safe is open. Das ist aber... Oh, was sind deine vier Schlüssel, ey. So, warte mal, wir hocken uns mal kurz hin. Oh, was für ein Schlüssel. Okay, wir haben den Schlüssel zum Shoppen. So, und wieder raus. Ich freue mal, vielleicht... Also ich mach mal auch einfach die Tür zu. Das ist hier, wenn ihr so ein verrückter... Ja, okay. Kann sie natürlich nicht zu machen, wenn man draußen ist. Doch, kann man. Wenn man sie... Ja, egal. Es ist zu. So, na dann schauen wir mal in Shoppen. Wo wir hoffentlich eine Glühbirne finden. Ah, WD-40 würde hier Wunder wirken. So, was haben wir hier im Werkzeugkasten? Würde ich nehmen. Was haben wir hier? Mega-Euro-Palette. Klar. Noch eine Euro-Palette. Oh, warte mal hier. Eine Picke? Ah, hier haben wir die Lightbulb. Und... Ihr hört's, oder? So ein Hecheln hinten im Nacken. Okay. Ah! Oh, da steht einer. Da steht einer. Oh, du ekliger Typ. Oh, warte, gib mir die Spitzhacke. Ich will mir die Spitzhacke. Will ich nicht. Ja, ist mir egal. Ich will weg. Ah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und schnell wieder rein, schnell wieder rein, schnell wieder rein. Mach auf! Mach zu! So! Lightbulb. Ach da. Okay, ich dachte jetzt wirklich an der Decke. Naja, egal. Entschuldigt bitte. Warum ist jetzt in der Dusche das Wasser angegangen? Was? Mann, warum denn, Alter? Hört doch mal auf jetzt. Wer ruft denn jetzt hier an? Hallo? Hallo, ist jemand da? Halt! Oh Gott! Alter, was? Halt! Oh Gott! So, okay, alle klar! Und den Rüttel. Und da die Tür! So, Taschenlampe können wir auch nicht an- oder ausmachen. It is what it is. Also, kann uns jetzt auch hoffentlich nicht verraten. Geht der hier unter das Bett? Ist das der Gärtner? Und der hat den Schrank aufgemacht. Ich denke, der war der ihn nicht auf. Ist er weg jetzt? Ich geh mal raus. Ich würde mal nicht. Ich gebe mir erstmal. Och nö. Ah, sein Bastelzimmer. Schön. Hier sind die anderen Besitzer, die wahrscheinlich die Cola und die Pizza haben stehen lassen. Oh, alle vermisst. So. Was? Nein. Eine Zange. So, warte mal, wir können ein Buch lesen. Promised Star didn't yelp. Help, yelled any results. Didn't even make it, ach warum denn in so einer Schrift, Alter? Didn't even make it to the altar before dying of fright. Good riddance. We don't want a little bitch like that as one of our chosen anyway.
So far so good. Currently tied up under the house and awaiting a partner. Ach, ich verstehe sowas nicht. Und ich hatte noch ein paar Sektflaschen hingestellt, damit es nachher schön wird oder was. Das ist ja super. So, Gott sei Dank müssen wir den Polaroid-Fotoapparat nicht mitnehmen. Oder die Polaroid. Der hätte jetzt ja keinen Bock drauf. Na, bitte sei nicht hier. Ach, wir hätten uns auch in der Wanne verstecken können. Ii. Die jetzt voll Blut ist. Das ist ja toll. Schön. Ja, Quatsch beiseite. So, okay. So, warte mal, wir schauen hier nochmal kurz drin. Ah, Mann, hier. Oh, eine Axt. Jawohl. Was? Warum? Oh nein. Unser Foto ist das nächste. Na schön. Oh, ich hab eine Axt. Die werde ich nicht benutzen. Oh. Was? Warum ist hier alles bemalt? Not the shower? Not the shower? Okay, alles klar. Wir hätten uns also nicht in der Shower, also nicht in der Dusche verstecken sollen. So, jetzt können wir mal probieren, ob wir jetzt tatsächlich hier die Kellertür aufgekloppt kriegen. Yes! Jawoll! To be continued. Ah, thanks for playing the demo. Alles klar, ihr Lieben! Okay, das war die Demo von ScarBnB. Leute, wenn ihr das Fullgame hier auf dem Kanal sehen wollt, einfach unten mal in die Kommentare reinschreiben. Ruhig vielleicht mal einen Daumen nach oben unter dem Video da lassen und hey! Hast du den Kanal schon mal abonniert? Solltest du tun. Alles klar. Wir sehen uns beim nächsten Projekt hoffentlich hier auf dem Kanal. Bis dann. Tschüss.